Guten Tag. Das sagt er immer, keine Sorge. Herzlich willkommen, schönen guten Tag. Ich begrüße euch alle zur Pressekonferenz vor unserem Bundesliga-Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen. Die beiden Herren im Partnerlook, Lucien Favre und Michael Zorc, begrüße ich ebenfalls und bitte um eure Fragen. Es ist kein Königsplan. Bitte schön. Sebastian Wessling. Ich beginne mit einer personellen Frage. Rafael Guerreiro hat heute, so wie wir es sehen konnten, voll mittrainiert. Wie weit ist er? Ist er schon wieder eine Option fürs Wochenende oder käme das noch zu früh? Eventuell, wir entscheiden morgen. Er hat seit ein paar Tagen wieder trainiert. Er ist bereit, aber er hat lange nicht trainiert. Wir werden sehen. Jürgen Kors. Auch Ömer Toprak, Sebastian Rode, Gerry Tolljan und Mario Götze. Sind da irgendwelche Erkrankungen, Verletzungen oder warum waren die Spieler nicht dabei? Tolljan ist leicht verletzt, Rode ist noch verletzt. Er wird nicht anfangen, bis Nationalmannschaftspause kann anfangen. Mit der Mannschaft eventuell. Es dauert noch. Und wer noch? Noch ein Rode, er hat eine Wadeprobleme. Und Mario ist krank. Ja. Bitte schön, Björn Pinot. Hakimi hat gestern ja sein Debüt gegeben. Wie waren Sie zufrieden mit ihm? Und ergibt sich da jetzt vielleicht sogar ein Luxusproblem auf der rechten Seite? Er hat sehr gut gespielt, geht sehr gern nach vorne. Sie haben auch das festgestellt, wie Lukas auch kann machen. Er ist eine sehr, sehr junge, 19-Jährige. Und er hat auch sehr gut gearbeitet. Er kommt langsam, hat viel vor, viel Potenzial, zu viele Sachen zu verbessern, aber er hat große, große Qualität, das ist klar. Er ist schnell, Dribbling 1 gegen 1, so, er ist gut. Es war okay, erstes Spiel, ganz okay. Boris Ruppert. Michael, Hakimi war gestern einer von zwei 19-Jährigen. Insgesamt war es die jüngste Mannschaft seit anderthalb Jahren. Wie sehr haben dir denn die jungen Spieler gefallen? Ja, sehr gut. Ich glaube, wir haben in der Startelf 4 ganz junge Spieler gehabt. Ich glaube, 4 ist Saga schon, ist schon 19 oder ist er noch 18? Schon 19. Ist 19. Haben wir 3 19-Jährige und eigentlich 4. Christian Pulisic ist ja vor einer Woche, glaube ich, erst oder vor kurzem 20 geworden. Sonst hätten wir 4 19-Jährige gehabt. Das gefällt mir natürlich sehr gut, weil natürlich auch der eine oder andere aus der eigenen Jugend mit im Team war. Die haben es sehr gut gemacht und ja, insgesamt mir sehr gut gefallen, dass wir das Spiel von Anfang an, von der ersten Minute komplett sehr seriös angenommen haben und immer wieder versucht, Lösungen zu finden, die sich dann hinterher auch zwangsläufig ergeben haben. Aber klar, mit den jungen Spielern, das ist immer eine große Freude. Wir gehen zu Sky. Bitte schön, Jesko von Eichmann. Herr Favre. Hakimi hat jetzt rechts verteidigt, er kann auch links verteidigen. Ja. Ist das auch eine Option? Sie haben jetzt Piszczek eine Pause gegeben, vielleicht, dass Schmelzer auch eine Pause bekommt und Hakimi auf die linke Seite wechseln könnte? Wir wissen, dass er mit Marokko fast immer links gespielt hat. Er hat lieber rechts, ich denke, weil er Rechtsfuß ist, aber er kann auch auf der Seite spielen, linke Seite, klar. Ja. Jürgen Kors. Ja. Ja, eine Frage an Herrn Zorc. Einer Ihrer Nachfolger ist seit gestern Abend Manuel Akanji als Spielführer in der Schlussphase. Er ist erst relativ kurz in Dortmund, aber offensichtlich schon so wichtig geworden, auch innerhalb der Mannschaft. Können Sie seine Entwicklung ein bisschen skizzieren, einmal sportlich, einmal als Persönlichkeit? Und sind Sie vielleicht sehr froh, dass Sie damals im Winter sich doch entschieden haben, ihn schon im Vorgriff zu holen? Ja klar, das war ja nicht einfach, ihn da auch im Winter loszueisen. Vom FC Basel war auch internationale Konkurrenz mit dabei und wir waren sehr froh, dass wir da das dann auch noch umsetzen konnten. Ich glaube, er
ist jemand, der in der Mannschaft oder auch, vor allen Dingen auf dem Platz dann auch Verantwortung übernimmt, auch defensive Verantwortung nimmt, die Höhe der Kette verschiebt, das ganz aktiv auch macht. Und Trainer hat ihn ja dann auch jetzt mit in den Mannschaftsrat berufen und Marco war vom Platz, Lukas war nicht auf dem Platz, insofern war er dann auch die von der Rangfolge her logischerweise die nächste Wahl. Und ja, freue mich, dass er auch das erste Tor für den BVB gemacht hat, auch den Ball selbst zurückerkämpft und dann in Stürmermanier da das Tor getroffen hat. Nee. Ich glaube, gestern brauchen wir nicht lange reden, da gibt es ja nicht viel zu meckern über das Spiel. Gestern war alles gut. Ne? Vielleicht finden wir noch was. Schauen wir mal. Ja, das schaffen die schon. Björn Pillow. Michael, du sagst gerade, das Spiel gestern war ganz gut. Wie schwer wird das denn, diese Leistung gegen Leverkusen zu bestätigen? Ja, zum einen sollte uns das Selbstvertrauen geben, dieses Spiel, auch wie wir es angegangen haben. Aber wir wissen natürlich, dass Bayer Leverkusen eine Mannschaft ist, die individuell qualitativ sehr hoch besetzt ist, zu den Besten in der Liga gehört, auch eine höhere individuelle Qualität hat, vor allem im Offensivbereich, als es gestern der erste FC Nürnberg hatte. Und es wird ein anderes Spiel, das wissen wir. Aber Sebastian wollen auch dort gewinnen. Sebastian Wessling. Auch nochmal eine Nachfrage zu Leverkusen. Dort ist ja in Heiko Herrlich jemand im Amt, den Sie auch noch aus Spielerzeit, mit dem Sie noch zusammengespielt haben. Ist das bei so einem Club, man sagt immer, man guckt nicht auf die Konkurrenz, aber wenn da eben jemand ist, mit dem eine gemeinsame Geschichte verbindet, guckt man da ein bisschen genauer hin? Auch so vielleicht ein bisschen, in Anführungszeichen, mitgelitten in den letzten Wochen, die ja da in Leverkusen nicht einfach waren? Klar, Heiko hat ja auch noch Wurzeln hier in Dortmund. Wir haben zusammen gespielt, als er damals von Mönchengladbach zu uns kam. Wir haben im Bus zusammengesessen, nebeneinander in einer Reihe. Und natürlich verfolge ich auch seinen Weg. Und hat am Anfang keine guten Ergebnisse gehabt, aber jetzt relativ schnell innerhalb von 4 Tagen mit 2 Siegen auch das ganze Bild wieder gedreht. Gibt es weitere Fragen? Ist nicht der Fall? Dann vielen Dank. Eine letzte, bitte. Sebastian Wessling, eine halbe, okay. Ja, eine Frage zum Gegner tatsächlich. Können Sie ein bisschen was sagen zu Bayer Leverkusen? Worauf muss man da besonders achten, wie die spielen und wie muss man dagegen dann antreten? Ja, Michael hat jetzt darüber gesprochen. Das ist klar, ist eine andere Kaliber, das ist klar. Gute, sehr, sehr gute Mannschaft, offensiv sehr gut auch. Und das hat nichts zu tun. Mit den, ja, sind eine große, große Mannschaft. Jetzt gibt es doch noch eine Frage. Harald Grundmann vom WDR, bitteschön. Herr Favre, wie ist das für Sie? Sie haben jetzt vor dem Spiel gegen Nürnberg die Mannschaft an einigen Positionen geändert. Das hat dann natürlich zur Folge, dass Spieler rausgehen. Wie ist das für Sie, das zu vermitteln den Spielern? Und haben Sie den Eindruck, ja, die Spieler gehen da voll mit, weil sie wissen, wir haben einen großen Kader und viele Spiele? Oder gibt es da schon sehr viele Enttäuschte, die Sie auch, die Sie da auch trösten müssen sozusagen? Es geht, es gehört dazu ein Job der Trainer. Das ist klar und du musst erklären, so sie wissen, dass wir viel sind, auch vor allem im Mittelfeld, auch vorne, die Flügel. Wir haben viele, viele Möglichkeiten mit vielen jungen Spielern, auch sehr junge Spieler. Und das ist okay, das passt gut. Vielen, vielen Dank. Allen einen schönen Tag. Euch beiden auch. Dankeschön. Tschüss. Wiedersehen. Wiedersehen.